ich stehe hier mit Katrin von Tickerliebe. Hi. Es stehen jede Menge Sachen ins Haus. Hier soll so einiges passiert, im Juli sogar noch. Im Juli. Erzähl mal. Hier nächsten Samstag, genau, ja. Am 17.07. Jesteburg Live, Konzert im Dorf am Nachmittag. 10 Bands in 10 Gärten, natürlich zu verschiedenen Zeiten. Auch bei der Tickerliebe. Ja. Mit einem kleinen Markt, mit kleinen Überraschungen und einem Gewinnspiel. Wo ist der Platz dafür? Gleich hier hinten im Haus? Nebenan. Der Parkplatz ganz präsent, sieht man immer im Vorbeifahren. Einfach Anker werfen, kommen, genießen. Natürlich immer unter Auflagen und mit Corona und Einhaltung und so weiter. Also es wird eine Luca-App geben und natürlich mit Sicherheitsabstand. Ganz klar, machen wir, halten wir uns dran. Und dann mit ein paar Überraschungen. Es werden ein paar Stände da sein. Es wird Food geben, Sweets und Samosas, indisch, typisch indisch. Es gibt eine original Thüringer Bratwurst, die wird extra eingeflogen, ganz klar. Und ihr habt einen Künstler, der wir hat sich haben, auch etwas ausgedacht? Genau, wir haben einen Künstler, der eigentlich aus Bayern kommt, den hat in den Norden verschlagen, nachdem er bei DSDS war. Hat er gedacht, ich gehe jetzt mal in den Norden, da sind die Leute alle cool und herzlich und wunderbar. Das ist der Chris Martius, der wird bei uns singen ab 16 Uhr. Der Sänger mit Herz, wie er sich selber nennt. Also er bringt ein paar bekannte Melodien, die jeder mit singen kann, mit grölen kann, von mir aus auch. Und es wird auch einen neuen Song geben, den er dann hier uraufführen wird. Also mehr weiß ich auch nicht. Das hat er sich sehr bedeckt gehalten. Und es gibt auch ein Gewinnspiel und man kann den Chris auch gewinnen. Natürlich nur eine Probestunde bei ihm. Also nur eine Probestunde bei Chris unter anderem. Es gibt noch ganz andere schöne kleine Gewinne und größere Gewinne und Trostpreise und lohnt sich zu kommen. Kommt, checkt ein, genießt. Super. Bei der Tickerliebe. Wir freuen uns. Ja. Um kein Video von uns zu verpassen, muss man unten bei YouTube die Glocke drücken. Wir freuen uns auch über ein Gefällt mir. Und wer mal selbst ein Thema hier erörtert haben will, der spricht uns gerne an. Und für Vereinsvertreter ist das sogar kostenlos. Wir freuen uns. Wir sehen uns.